Firat Aslan, Firat, kurze Frage. Wie fandest du heute den Kampf von Manuel Char? Wie fandest du seine Leistung? Also erstmal Glückwunsch an Manuel Char. Ich bin wirklich sehr froh, dass es so gut gelaufen ist. Ich fand den Kampf super. Also es war wirklich eine sehr starke Leistung von Manuel, wenn man bedenkt, dass er über ein Jahr nicht gekämpft hat, eine sehr, sehr große Operation hinter sich hat. Und dann so eine Leistung abzurufen. Also in den ersten Runden, bin ich ehrlich, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Man hat da gemerkt, einfach die lange Pause, aber dann von ab der vierten, fünften Runde hat er richtig in den Kampf gefunden. Und man muss sagen, Ustinov war, glaube ich, soweit ich weiß, zum ersten Mal am Boden. Und da sieht man schon trotzdem auch die Power von Manuel. Manuel ist sehr leicht für seine Verhältnisse in den Kampf gegangen. 104 Kilo. Was meinst du, wie sehr hat das seine Performance heute beeinflusst? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr positiv beeinflusst. Also da muss man sagen, er hat ja mit Easy Motion Skin gearbeitet, mit dem Jopo als Trainer in Seefeld. Ich glaube schon, nach so einer schweren OP war das auch nur so möglich, gerade mit diesem Elektrosimulationstraining, weil am Anfang konnte er sonst gar nicht trainieren. Und ich glaube, es war wichtig, dass heute nicht zu schwer war, weil sonst gegen so, weil 137 Kilo, die hat er ja nie gebracht. Und er hat leichtfüßig sein müssen und das war er heute auch. Also ich muss echt sagen, er war sehr fit für einen 12-Runden-Kampf. Hat eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Im Schwergewicht ist gerade sehr viel los. Wen würdest du als Liebsten als nächstes gegen Manuel Char sehen? Gut, jetzt ganz ehrlich, Manuel hat erstmal den Kampf gewonnen, ist Weltmeister gewonnen. Das war sehr wichtig für den deutschen Boxsport. Und jetzt hat er erstmal eine Pause verdient. Und dann muss man einfach abwarten. Ich glaube, das macht sein Management. Okay, wann sehen wir Firat Aslan wieder im Ring? Ich hoffe, dass ich bin jetzt zurzeit wieder die Nummer 1 der WBO-Weltrangliste, aber momentan läuft die Ali Trophy und ich hoffe, dass ich... Auf jeden Fall wird irgendwann der Sieger alle vier Titel haben und ich hoffe, dass ich dann zeitnah als Pflichtherausforderer von der WBO gegen den Champion antreten darf. Alles klar, wir wünschen dir viel Glück. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.